fight for my attention, for your ascension, you must prove. Hallöle, unser lieben Zuschauer. Hallo. Wir machen mal wieder eine geile Probefahrt. Mit einer richtig geile Kiste. Ja, die macht richtig Spaß. Ja. Ja, wir haben hier einen Golf 2 VR6 Turbo GT30, ne? Oben. Ja. Ist aber nur ein Zwischenplatte-Motor, glaube ich. Genau, ganz normal. Ja, ganz normal Zwischenplatte, Verdichtung 7,9. Ja, Kunde kam her und hat gesagt, du pass auf, ich habe hier ein Getriebe, mach mir da eine Sperre rein. Da haben wir eine Sperre eingebaut. So, da lag das Getriebe erstmal irgendwie einen Monat, weil wir keine Zeit dafür hatten für das Fahrzeug. Dann hat er irgendwann das Fahrzeug gebracht. Ja, und dann haben wir das Getriebe eingebaut. Sechsganggetriebe mit Sperre, ja. Wellen rein, Schaltbox, das ganze Gedöns. Und ja, dann erzähl mal, was war denn dann? Dann hat ja gar nichts mehr gepasst, ne? Da war Lüft. Die ganze Schnauze musste neu angepasst werden, weil vorne nichts passte, alles lag an, alles hat geschliffen. Ladeluftkühler nach vorne, Wasserkühler nach vorne, Lüfterblech bauen, andere Lüfter hinter, weil die Lüfter kaputt waren und kaputt gesteuert. Ja, also hast du die komplette Schnauze nochmal neu gebaut. Genau, Wasserschläuche verlängert, alles was dazu gehört, das ganze Programm. Das volle Programm. Ja. Aus einer kleinen Baustelle, eigentlich ich baue mal eben mal schnell auf Sechsganggetriebe um, ist eine große Baustelle geworden. Ne? Ja, Elektroklaus des Todes. Elektrikprobleme auch ohne Ende. Ja. Ja. Oh, was ist da mit dem los? Guck mal, wie nah der da vorbeifährt. Spinde oder was? Jetzt müssen wir da mal links abbiegen. Ja, dann haben wir die EMU eingebaut. Er wollte unbedingt eine EMU, weil ich bin vorher mal Probe gefahren mit der Kiste, mit dem Seriensteuergerät. Es lief irgendwie gar nicht richtig. Der hat auch nur 320 PS oder sowas, glaube ich, ne? Ja, und jetzt die Kiste abgestimmt. Ganz normal 98 Oktan. Was gibt es noch dazu zu sagen? Sonst so geiles Auto, ne, eigentlich? Ja, Catchstang-Pumpe hat er noch gekriegt. Genau, Catchstang mit Zusatzbenzinbombe hat er von uns noch bekommen. Genau. Auspuff hast du auch noch ein bisschen was gebastelt, glaube ich, ne? Genau. Ja, und dann war es das. Dann auch Prüfstand abstimmen, ein bisschen zusammenbauen. Ja. Ein paar Kleinigkeiten hat er noch zu tun, aber das will er auch selber machen. Wir sollten wirklich das Nötigste machen. Ja. Ja, ja, das war's. Das war's. Und jetzt machen wir eine Probefahrt. Wir sind nicht mit, also ich bin ehrlich, wir sind schon gefahren gestern. Ne? Ja. Wir sind gestern, vorgestern sind wir einmal gefahren. Und wir sind uns beide einig, dass das Ding mehr Spaß macht als ein Zweier vom Ocean. Ja, ich weiß nicht warum, Leute, aber die Kiste geht wie die Sau. Der hat nicht viel Leistung, er hat trotz Sperre, der geht irgendwie wie die Sau. Ne? Ja, weil der dreht und schiebt. Und der ist sofort da, der spricht so geil an. Ja, wir geben auf jeden Fall gleich mal Gas. Ja, so fährt er richtig geil. Und ja, die Ausstattung, Alter. Die Ausstattung, unbezahlbar, ne, Leute, momentan. Die, wo sich da ein bisschen mit auskennen. Meine Hände sind gewaschen. Meine Hände sind auch gewaschen. Ja, und angeschnallt. Und wir sind angeschnallt. Pluspunkte. Ja, wir sammeln Pluspunkte bei euch, Jungs. Ja. Wir haben auch relativ schönes Wetter. Es regnet man nicht. Wie fahren wir denn rum? Fahren wir mal da beim hinten beim Olli da vorbei oder was? Ja, lass uns doch da mal. Ja, können wir mal da runter. Wir haben. Ist da noch Sprit?
Ja, der hat schwarze Anzeigen hier, diese Nadeln, da siehst du gar nichts mehr da drauf. Aber Auspuff klappert irgendwo. Der scheppert irgendwo, hast du es? Ja, ich glaube hinten auf. Den haben wir aber nicht gebaut, Jungs. Den hat der Kunde selber gebaut. Irgendwo klopft er an. Der hat da die normalen Gummis drin, ne, glaube ich, die normalen VW-Gummis. Ja, ja. Da muss ja alles noch ändern. Ja, das soll er sich schön ändern. Übrigens ein ganz cooler Typ. Ja. Ganz locker drauf. Freuen, der wird sich freuen. Der wird sich richtig freuen. Weil endlich fährt das Ding mal richtig. Ja. Guck mal, siehst du, der Zweier da? Oh ja. Alter, der steht schon so lange hier. Ja, lass doch mal klingeln, der sieht doch gut aus. Das ist schwarz. Vor allem schwarz, ne? Ja. Eieieiei. Ja, Wetter ist nicht so der Oberburner, Jungs. Doch, ich finde schön. Es regnet. Es ist halt keine Sonne, aber wir sind ja froh, dass es nicht regnet, ne? Der GT30, der pfeift so schön, gell? Ja, weil der auch so früh einschaltet. Ja, der pfeift so schön. Bei uns ist derzeit die Hölle los. Wir bauen Catch-Tanks in der Akkord. Wir haben, glaube ich, in einer Woche 5 Catch-Tanks eingebaut mit Pumpen, ne? Ja. Ich gebe mal Gas. Ja, hau mal. Gib mir mal. Auf den Stemmdriller. Der da. Geht, ne? Der fährt richtig gut. Der fährt richtig gut. Und wir haben nur 420 PS. Ich glaube, das reicht aber, wenn du zu viel Leistung hast. Manchmal ist weniger Leistung mehr. Dann fahren die einfach geiler. Der fährt so geil, Mann. Das ist optimal. Also, das wäre schon eigentlich ja optimal. So ein bisschen Show machen, ne? Und ich sag mal 500, mehr brauchen die nicht. 500 ist schon, sag ich mal, mit einem normalen DEP-6-Gang-Getriebe sind schon 500 meiner Meinung nach zu viel. Warum? Weil das dann nur noch dreht. Allein die Geräuschkulisse, da könnt ihr nicht so geil hören wie wir, ne? Aber das ist eine Geräuschkulisse hier drin. Hört mal, hört ihr das? Das ist das Geilste, ne? Mega geil. Aber du siehst auch mal, wie sich das wieder anhört, ne? Beim Ablasgeräusch zum Beispiel, wenn wir alle anderen bauen. Jeder klingt wirklich einzigartig anders. Jeder Motor hört sich anders an. Ja. Ja. Und du kannst, selbst wenn das derselbe Motor ist und du nimmst, zum Beispiel jetzt willst du die Abstimmung nehmen auf den anderen Motor, da passt wieder irgendwo was nicht. Ja. Es ist immer irgendwas anders, ne? Wie oft haben wir einen identischen Motor gebaut und die haben sich alle verschieden angehört. Ja, selbe Pop-Off, selber Turbo, selber Rumpf, selbe Kolben, selbe Plauen, alles das gleiche. Also wie der Silberne letztens, der hat sich vom Klang her, vom Auspuff wieder anders angehört. Ja. Wo ich noch gesagt habe, Alter, der hört sich irgendwie komisch an. Der hört sich an, wie wenn er hier 3,5 Liter Hubraum hätte, ne? Ganz komisch. Pop-Off ist echt geil, ne? Ja. Ja, Kindergarten zu, alles zu. Jungs, bei uns ist alles noch zu. Wir hoffen, dass er bald wieder bergauf geht. Ich wir wollen ja mal wieder Party machen. Ja, ja, das ist das Wichtigste eigentlich, ne? Wieder so richtig Party machen mit zumindest mal so 6-7 Leuten oder sowas, ne? Ja, bei uns. Und einfach mal so im Freien mal sitzen, ne? Und gemütlich hier am Grill. Und jetzt sitzt jeder jeden Abend zu Hause und ist deprimiert. Auch ein geiles Teil. Was ist denn das eigentlich für eine Karre? Das sieht aus wie ein Unimog. Unimog, ja. So, hier kannst du nochmal richtig. Soll ich nochmal durchladen? Ja, also Leute, zweiter Gang, ich lade durch. Da bin ich. Also Leute, eigentlich so das perfekte Auto. Ja. Ja.
V6-Motor, paar Lagerschalen rein, Zwischenplatte, 7,9er Verdichtung, GT30-Lader und ab geht die Post. Und 6-Gang-Getriebe. Ja. Oder halt 35er geht ja auch noch. Oder 35er, aber ich finde der 30er für einen V6 für 450 PS ist eigentlich der optimale Lader. Ja, ja. Am besten noch GTX. Das ist richtig früh da. Und dieses Ansauggeräusch vom Lader, dieses Pfeifen, das hat irgendwie nur der GT30 mit dem Highflow-Gehäuse. Ja, dann würde ich sagen, wir fahren zurück. Ja, noch eine Außenaufnahme, Junge, wie du einen backen lässt. Eine Außenaufnahme? Ja, klar, die Jungs wollen sehen, wie du einen backen lässt. Ja, wir machen mal eine. Ja, siehst du? Wir fahren mal zu Kumpel auf seine Privatstrecke da oben. Da können wir mal kurz mal durchladen. Das ist ein Dorf der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber von links nach rechts die Schaltung, merkst du das? Ja. Das hängt da irgendwie. Aber das muss vorne am Getriebe diese Umlenkung sein, weißt du? Der Stift, der durchs Getriebe geht. Der ist, glaube ich, nicht richtig. Der ist da festgefressen in diesen Plastikkürzen. Ja, ich glaube auch. Hat Max hier nicht gefettet beim Einbauen? Ich weiß es nicht. Selbst der fünfte, ne? Wie schön. Schön. Ja. So geil. Dauert noch nicht lange, so bei 3 fängt er an. Ja. Und dann fängt er auch schon an zu schieben. Merkst du wirklich? 3000? Merkst du? Das ist voll geil. Das Pop-Up ist mega, Alter. Ja. Da wird er sich freuen. Ja, voll. Das Auto, ich bin vorher damit gewarnt, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Das ging nicht, das Auto. Das ging schon, aber so irgendwie so oben rum, so, weißt du? Voll geil, Alter. Das ist das Geilste. Oh, jetzt habe ich gehupt. Ich habe mich erschrocken. Ne? Turbo im Lastbereich schalten ist einfach das Schönste. Fahren wir da zum Ding, oder? Ja. Ja, komm, scheiß drauf. Sperre ist das Beste, was du machen kannst bei so einer Karte. Ja. Weil Fronttriebler haut euch. Alter, wenn der keine Sperre hätte, der würde. Der Scheiße fahren. Ja, der würde nur noch drehen. Ja, und komisch fahren, weil er dann so schiebt. Und jetzt haben wir so diese Schlange. Ja. Der zieht sich so. So. Also, bis gleich. Satan, Düvelmoss und Kniepeng. Der läuft gut. So Leute, jetzt geht's zurück. Wir sind wieder da. Ich habe mal richtig brennen lassen. Voll geil. Er macht richtig Laune. Also ehrlich, ja, ich weiß nicht warum, es macht echt Laune. Ne? Der macht Spaß. Ja. Ich weiß, da werden schon wieder manche da draußen denken, die sind echt bekloppt, aber ich finde es geil. Ich weiß nicht warum, ich finde es einfach geil. Ja. Ja. Einfach mal die Räder drehen lassen. Fertig. So. Ja, wir fahren zurück in der Halle, wir haben noch viel zu tun. Ja, wir fahren zurück und basteln noch ein bisschen. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Also Jungs, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ja, ciao. Tschüss.